Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von South Park's Stick of True. Ja, wir haben uns hier ein bisschen durch Zombies gemetzelt, wir haben alles tot gemacht und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir wissen, was sich hier befindet hinter dem Durchgang oder zum Ausgang. Douchebag, if you're listening, I know you've been tricked, but I forgive you. Join me again and together we'll rule the land as master and slave. Ich soll dir ja joinen, ja? Aber warte mal, kann ich hier auch, Oh, kleines Million. Ist das für irgendwas? Okay. Ich wollte bloß gucken, ob da noch irgendwas ist. Achso, das hatte ich ja gerade. Liste. Das ist ja noch ein Schränkchen. Was geschah mit meiner Schule? So, von Cartman. Okay. Das kann nur gut sein. They're here. Get ready. Hey, Douchebag. How'd you like some flame and dog too? We gotta move. Fuck you, Butters. You're worth a few. Alter, Butters, willst du mich verkackeiern? Oh, yeah? Warte, ich kann nicht. Fuck you, Butters. Can't hide, Douchebag. Butters, du bist voll der Arsch. Oh yeah? Entschuldigung, ich werde das da. What we need is some collateral damage. Let's get closer to the barricade. There he is! I've got plenty of dog food, Douchebag. Oh. I hope I don't hit my own team. Fuck you, Butters. You're worth a few. Dirty witch. Look out below! Okay, dann gehe ich da halt wieder hoch. Komm ich da nicht mehr hoch? Alter, der macht mich hier gleich platt. Hey, habe ich mir jetzt hier eine Falle? You think you're tough, Butters? Well, you're not. You're Butters. Kommt man hier nicht mehr hoch? Habe ich das Gefühl, halt, Moment. Nein, das ist, hier. Hey, Douchebag, how'd you like some flame and dog too? Fuck you, Butters, you're worth a few. Oh, ich bin gleich down, Mann, Alter. You think it's that all you got? This one's got your name on it. Fuck you, that was a smashing success. Oh, jetzt hat es aber zu spät gecheckt. Ich möchte weiterspielen. They're here, get ready! Hey, Douchebag! How'd you like some flame and dog too? We gotta move! This one's got your name on it! You think you're tough, Butters? What? You, swine shag! Sit! Fuck you, Butters! I hope I don't hit my own team! Look out below! Fuck you, Butters. You're worth a human. Oh, aber das ist nervig, ey. Mach doch. Wie auch immer mal. Warte. Okay, geht's so nicht. Schade eigentlich. Nur ist bald ich. Oh, Alter. Jetzt bin ich schon ge... Der hat Rüstung. Machen wir erstmal den Platz. Den will ich angreifen. Wenigstens in Rüstung reduzieren hier. Reflektion. Aua. Du hast ein Lineal oder was? Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt weiß ich nämlich nicht. Dann machen wir erstmal den da platt.
Ah, verdammt. Okay, Konter heißt halt Konter. Aber der oben hat Reflexion, ne? Wow, ich bin down. No, 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 das geht gar nicht. Ich habe nie aufgepasst jetzt. Ah. Hey. Okay, doch, ich brauche eine Heilung. Ich dachte, der ist schon ein bisschen... 60% brauche ich nicht. Käsebäche müssten reichen. Ja, so einigermaßen. So. Okay, gut. Und jetzt wenigstens die Rüstung weg. Gehen wir dir nochmal in. Ach man, ich bin doch so doof. Der kann ja auch bloß... Hihi, voll in die Puppe gebiegt. Aber 1000 schaffe ich nicht, wa? Nee. Oh, doch. 1060 Schaden, Alter, ist das heftig. Oh, no. The lobby is falling. Naja, flieh, Bus Butters, flieh. Good work. Douchebag, man the catapult and let our guys in the front door. Everyone fall in. Ja, ich folge schon. Warte mal, ich muss gucken. Ist hier noch irgendwas? Ich dachte, vielleicht steht hier noch irgendwas, das wir nutzen können. Oh. Use your magic to open the front door. Bringt mir das denn jetzt was? Warte mal. Ah. Okay, now through the main door, before they can regroup. Ja, warte, ich mach die Aufwertung jetzt schnell. Okay, immer noch die Aufwertung, ja, warte mal. Oh, Hornets Buff und Feind ist mir relativ verursacht. Zusatzschaden abhängig von deiner Rüstung. Machen wir denn das? Ich will das denn mit dem Stiefel. You take point. We'll rally behind you. Begib dich ins Klassenzimmer der vierten Klasse. Well, if it isn't Cal's Lavender, the traitor douchebag. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Professor Chaos hier hat. Alter, 4005. Okay, machen wir erstmal. Gut. Du klopfst auch nochmal Rüstung weg und dann haben wir. Können wir direkt angreifen. Du hast trotzdem ordentlich Schaden gemacht, Minion. Hm. Machen wir schweren Angriff. Okay. Hätten wir auch mehr Schaden machen können, glaube ich, oder? Nee, Butters, das ist in Ordnung. Ah, der hat ja 413. Krasse Action. Der hat 413 Rüstung. Ich habe gerade mal 14. Aber das ist dann, oh Gott sei Dank, das ist ja logisch, dass der... Alter, 800. Boah. Gib mir Kekse. Aber Rüstung haben wir ja schon, denke ich, weg. Ich würde es trotzdem mal probieren, weil es verringert die Abwehr. Okay. Wenn wir sie noch von mehr als 60 Schaden machen. 72, naja, gut. Dann dürfen wir jetzt auch mehr Schaden machen? Nicht wirklich. An den Power Accord war nur Mana. Hm. Ach man, singt ein Lied, das Feinde schwächt, aber die Gruppe stärkt. Unsere Gruppe?
Ich probier's einfach mal. Drücke wiederholt A, wenn Jimmy zu stottern beginnt. Check this out. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she Ja, ich push schon. I had a nice lance that she says that Schnell! That she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Das ist cool, das müssen wir öfters machen. By the hammer of butters! Alter Schwede. Ich brauch viel mehr Rüstung. Der macht so wenig Schaden, ey. Angriff erhöht wieder. Dadurch, dass wir ihn gefreezed haben, ist er seltener dran. Aber das reicht schon. Schild ist... Ach, verdammt. Mist. Ich hol dich wieder. Ah, ich bin doch blöd. Die Rüstung, Mann. Was ist denn eigentlich die Pippi-Bombe? Was macht denn die auch anwidern? So apparently the plague's going around. Have you seen this? Have you heard about this? Yeah, I hear it's spread by rats and the Wizard King's mom. Warte, wir machen erstmal Kekse. Erstmal auf mich. Okay, ich hätte noch Heilung machen können. Alter. Sack. Naja, wenigstens ein bisschen hier. Fehlt ein bisschen dieses angewidert sein, dass er dann wirklich noch jedes Mal Schaden bekommt. Oh. Abgewehrt schon, aber der kleine Sack macht ordentlich Schaden, ne? Oh, den kriegen wir. Yes. Viel ist nicht mehr. Warte mal. Time to warm up the crib. So, warte mal. Spielt Jimmy gewinnen auf Ton. Ich überlege gerade, was das gebracht hat. Mach nochmal das hier. And now for my next trick. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she says that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Mal nochmal Angriff hoch und ihn nochmal verringert. Na, guck, wie viel machen wir jetzt? That wasn't very nice. Angriff nochmal erhöht. Feel my righteous fury. Müssten wir überleben. Wow, war schon hart. Ich muss nochmal angreifen, haben wir es geschafft. Los, schnell. Was? Ach komm schon. Was? Ich wollte gerade sagen, ey. Boah. Gib mir Hardcore-Rüstung, Junge. Sein Hammer. Boah, der könnte vielleicht geil sein. Der hier noch? Ist hier noch irgendwas? Nee, ist nicht mehr, wa? Wir könnten ja mal gucken. Was kann Butters Hammer so? Schlechter als unser Schwert. Ja, schlechter, eindeutig schlechter als unser Schwert.
Nur das hier ist noch, der ist noch besser als unser. Aber wie gesagt, das Ding macht ordentlich Schaden. Aber, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. 2, 4, 6. 740, 800. Die Frage ist, wollen wir das mal probieren mit dem Ding hier? Aber hier ist nichts mit Rüstung, oder? Ne, hier kriegen wir noch Buffing der Rüstung und ich gehe auf Rüstung, also. Wir ziehen das so weiter durch. Waffen, die Rüstung die durch Rüstung verstärkt werden. Zählt noch was? Nö. Wir helfen euch erstmal. Can't you take a joke? Ah, verdammt. Rüstung hier vorne. Ach, erneut angreifen. Nö, dann. Wüste. Langsam. Bist du da hinten? 1000. Warum haben die so viel Rüstung? Ich will auch richtig Rüstung. Muss ich nochmal gucken, ob ich hier irgendwo Rüstung kriege, ey. Konterhaltung, das heißt... Dann machen wir halt den hier. Und Konter heißt bloß, wenn ich jetzt angreife mit Nahkampf... Das ist natürlich auch cool, das könnten wir öfters mal machen. Stimmt, ich habe ja mit Feuer. Aua! Alter, kloppt doch mal den armen Jimmy nicht. Nicht mit Panzerung. Ich will richtig harte Panzerung haben, ey. Oder Rüstung, so. Nicht Panzerung. Ist das denn Nekromanten kaputt? Ach so. Dings können wir nicht wechseln auf Heilung? Nö, ne? Nee, du kannst nicht heilen. Schade eigentlich. Kill the humans. Ah. Gib mir den. Hier können wir nichts machen. Dann gehen wir mal nach links. Dude, douchebag, this is gonna be so sweet when you double cross Kyle the last minute, huh? Am I right? High five. Willst du mir jetzt Angst machen oder was, Minion? I am just a humble bard. Surely my music is no match for a hero like you. Boah, Alter, fast down. Wenn der jetzt schießt, müssen wir eigentlich ein Pferd kriegen, oder? Nice. Gut sagen, haben wir gut abgewehrt, muss ich mal behaupten. Und dich müssten wir eigentlich locker wegkloppen. Du bist ein... Naja, fast. Schlecht war es nicht, aber... Perfekt. Billy, neue Freundschaft. Voss, neue Freundschaft. Nice guy. You're gay. Was willst du? Minion. Boys. Echt jetzt? Dann kann ich reinkacken? Machen wir doch. Schneller! Now that's what I call showmanship. Alter, ist das eklig. Kann ich da was mitnehmen? Nö. Echt ein Klo, wo nichts zu finden ist? Klingt hier noch irgendwas? Nö. Was? Ich hätte gedacht, dass wir hier irgendwas kriegen, ne? Ja, ich will nur alles mitnehmen, was ich hier gerade gesehen habe. Rechts oder links? Back away from the
toll. Wizard fat ass. You're a traitor, douchebag. How could you? Because he knows who the cool kids are. Go ahead and kick Cartman's ass, new kid. I brought you into the game. I made friends with you before anybody else would. He doesn't want to play with cheaters. I understand the elves have clouded your mind. Fight it, new kid. Come back to the lads. Attack Kyle. Muss ich mich jetzt nochmal entscheiden? What are you waiting for, dude? Punch him right in his smug little lying face. Get him, new kid. It's not me you should be fighting, it's him. So pick a side. Kick his ass, douchebag. I can't believe this is even a choice. Oh, you motherfucker, I knew you were a fucking douchebag. Wie doch gesagt, Cartman. I thought what we had together was real, douchebag. Hey, will you go to a restaurant with me? Because I like to be taken out to dinner. Ice Shower. Verlangsamt, Alter, der macht ordentlich Schaden. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen unterpowered. Okay, das hat nicht viel gebracht. Fucking Judas! Käsebällchen! So viel Schaden mache ich nicht mal, ey. Ja! Oh no, you didn't! Perfekt! Ah, nochmal 200, noch was. Nochmal 1060 plus, also 1110 machen wir ungefähr. Mit dem Eisschaden sozusagen. There's only one Grand Wizard of the KKK. Oh, warte, ich mach das. Alter, ich zünd dir deine Puppe an, das kannst du aber wissen doch. Hier wird die Puppe brennen, vom Feinsten. Alter, wann gibt's denn auf? Wie lange noch? Alter Schwede, durchgezogen. Du hast groß Margus Cartman im Kampf besiegt. Great job, new kid. Goth kids, take the stick from inside his desk. Jetzt ist er nicht da. Victory is ours. Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. But Twitter said that, look over here. This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's Clyde's desk. Hat Cartman bestimmt reingemacht. Kann ich doch nicht. Greetings, humans and drow elves of Zaron. Clyde, he took the stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff. With what I have found, I shall raise an army of the dead. Wir geben euch das Stein! I shall raise an entire army of darkness and kill the Earth! Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the Earth! Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad, I'm making a Ruler of Darkness video. Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power! Motherfucker! Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Come and get it, losers! You can't do that, Clyde! You're lost in time and space! No, I'm not. Yeah, you are, asshole! Army of Darkness, defend the fortress! Du Schande. Craig, you're on my side! You don't have authority anymore. The keeper of the stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my Fortress of Darkness, but I'm afraid you're too late.
Too late? What do you mean we're too late? There you are, Butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh, shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it. Clyde, it's past your bedtime. Okay, coming, Dad. Ach, Mann. Level 11. Bald können wir das Katana benutzen, fällt mir gerade ein. Geh zurück nach Hause. Ja, Leute, das machen wir dann aber in der nächsten Folge von South Park's The Stick of Truth. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr keine der zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt natürlich mich und meinen Kanal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.